Auf meine nächsten beiden Gäste freue ich mich ganz besonders. Beide sind Basketballprofis gewesen, haben ihre aktive Laufbahn schon beendet. Der eine jetzt im Frühjahr, der andere bereits im vergangenen Jahr. Beide waren Profis beim Erstligisten Medi Bayreuth. Einer war Nationalspieler, hat für sehr, sehr viele Vereine gespielt. Der andere hat auch für mehrere Clubs gespielt, aber für nicht ganz so viele. Ich spreche von Nikolai Simon und von Simon Schmitz. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, Simon Schmitz ist bei mir und Nikolai Simon. Ich entschuldige mich schon jetzt, denn Simon und Simon, das kann man auch dann schon mal durcheinander bringen. Also wenn es mir passiert, nehmt es mir nicht übel, bitte. Dann ist es, weil ich mich so freue, dass ihr beide dabei seid. Wir sind in den letzten Tagen, Wochen wieder so ein bisschen zufällig über Instagram in Kontakt gekommen. Und es hat mich gefreut, ihr wart beide Spieler in Bayreuth, daher kennen wir uns auch. Erstmal die Frage, logischerweise habe ich fast allen Gästen hier auf diesem Kanal zuerst gestellt in diesen Wochen. Wie geht's euch? Ich hoffe, das Virus hat um euch einen Bogen gemacht. Simon, fang du an. Ja, mir geht's an sich ganz gut. Wir haben jetzt einen Umzug hinter mir. Wir sind gerade von Trier nach zurück in die Heimat nach Landau gezogen, was mehr als stressig war. Aber auch jetzt die Wochen davor haben wir eigentlich Nico und ich sehr gut überbrücken können. Bei mir war es sowieso, die Saison wurde abgebrochen. Ich habe weiter Verletzten gekriegt, weil ich seit November, glaube ich, krankgeschrieben bin mit meinem Sprunggelenk. Meine Frau hat weiter eigentlich voll gearbeitet. Von daher habe ich die komplette Kindererziehung übernommen und habe dann mich mit Nico eigentlich täglich im Wald getroffen. Und haben dann als Daddies haben wir da die Kinder bespaßt. Nico, möchtest du diese Geschichte fortführen, ihr irgendwas hinzufügen? Ja, also es ist so, dass meine Tochter Siona in den Waldkindergarten geht in Trier. Ja, ja. Und dann ist natürlich erstmal die Kinderarbeitszeit auf uns aufgefallen. Und dann haben wir das natürlich genutzt, haben den Simon mitgenommen. Mhm. Und dann haben wir uns da eigentlich tagtäglich vormittags im Wald, am Wald, am Waldrand, also waren auch teilweise richtig im Wald drin und haben dann da den Vormittag bzw. Mittag verbracht und die Kids bespaßt, ja. Was mir gar nicht klar war, also habe ich jetzt schon was gelernt, ihr wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft, kann man sagen, ein paar Minuten voneinander entfernt. Ja, wohnten, bis vor letzte Woche waren okay. Wir wirklich fast Nachbarn. Mhm. Und jetzt eben durch den Umzug von Simon letzte Woche leider nicht mehr, aber ansonsten ja, in der gleichen Straße um die Ecke gewohnt. Simon, wie so viele Menschen auf dieser Welt hast du dich im Zuge deines Umzugs mit einem Pax-Schrank auseinandersetzen müssen von Ikea. Wie ging dieser Wettbewerb für dich aus, dieses Shootout? Gewonnen habe ich, es ging auch in Verlängerung. Ich habe mit meiner Frau den Deal, dass ich mir Musik anmachen kann, dass ich mich im Zimmer einsperre und mich keiner nervt. Von daher auch schon bestimmt 5-6 Stunden war ich bestimmt dran gesessen. An sich macht mir sowas Spaß, aber dann so nach 2-3 Stunden habe ich mir dann schon gedacht, das langt einfach mal wieder. Also ich habe so wenig Talent dafür, ich musste ja auch einen Schrank aufstellen, ich habe mir einen Monteur geholt. Ich habe zugeguckt dabei, das war auch angenehm und ich habe vom Zuschauen was gelernt. Es gäbe und gibt unglaublich viele Sachen, die ich gerne mit euch besprechen würde. Wir lassen uns auch ein bisschen treiben. Für mich erstmal so, Simon, an dich, das ist doch irgendwie komisch, wenn man eine Saison hat, die das Karriereende ist. Ich weiß nicht, inwiefern du das geplant hast, dass die letzte Saison ist. Und wenn das dann irgendwie alles so komisch auströpfelt, mit Verletzung, mit Corona, das hast du dir sicher irgendwie anders vorgestellt, oder? Ja, ich hatte ja noch einen Vertrag, eine Option für nächste Saison. Mhm. Hatte dann aber seit, wie gesagt, November diese Verletzung im Sprunggelenk. Ein riesen Knochenödem und Knorpelschaden, wo dann nicht ganz klar war, ob das 1-2 Monate dauert oder auch ein bisschen länger. Mhm. Und als dann eigentlich im Januar, Februar, dass ich mich wirklich eine Besserung eingestellt habe, war für mich eigentlich klar, dass das auf jeden Fall meine letzte Saison ist und es eigentlich nur darum geht, ob ich vielleicht am Saisonende vor den Playoffs oder in den Playoffs nochmal spielen kann und das quasi als meinen sportlichen Abschied in der Halle habe. Hätte wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert, weil es einfach ich immer noch Probleme mit dem Sprunggelenk habe. Aber ja, Abschied nach 13 Jahren Profibasketball hat man sich natürlich ein bisschen romantischer vorgestellt als Corona und Ciao. Mhm. Aber ja, mal schauen, wie es sich alles entwickelt. Die Trierer sind ja auch sehr, sehr dankbar für das, was ich die letzten 5 Jahre in Trier geleistet habe. Und wir haben gesagt, es wird auf jeden Fall irgendeine Art von Abschied geben, spätestens wenn die Saison wieder anfängt. Und dass zumindest mal
noch ein emotionales Abschied ist. Weil für mich war dann so ein bisschen, spielen wird es wahrscheinlich eh nicht mehr klappen, aber dann wollte ich eigentlich im letzten Heimspiel gegen Adland, war eigentlich die Abmachung, dass ich mich zumindest noch einmal umziehe mit meinem Sohnemann bei Einlauf. Das, wo ich dann gesagt habe, ja, das wäre für mich ein Abschluss gewesen, damit kann ich leben. Noch einmal mit meinem Sohn eingelaufen und dann war es das. Ja, das wird leider ein Strich durch die Rechnung gemacht. Bis jetzt hat man es noch gar nicht so realisiert, weil ja eh keine Basketball-Saison ist. Aber ja, das Karriereende hat man sich dann doch schon ein bisschen anders vorgestellt. Ich drücke dir die Daumen, dass du das in irgendeiner Form nochmal nachholen kannst, dass du irgendwie einen Abschiedsgig bekommst, einen Auftritt, entweder auf der Platte, wo du verabschiedet wirst, vor Publikum oder vielleicht sogar ein Spiel, wer weiß, vielleicht haut das hin. Nico, bei dir, das war schon letztes Jahr, wenn Wikipedia recht hat, wo du aufgehört hast. Ich habe da kurz nochmal reingeguckt. Wie hat sich bei dir der Abschied aus dem Profisport dargestellt? Warst du zufriedener damit wie Simon? Also mir kam zumindest nicht Corona dazwischen, das ist schon mal das Gute. Also genau, letzte Saison dann professionell die Karriere beendet, nachdem ich in Bernau auch schon dann ganz zurückgeschalten habe und das auch eher als Unterstützung angesehen habe und als Übergangsphase, sage ich mal. Die letzten Jahre davor habe ich mir auch anders vorgestellt, natürlich, wie sich das auch entwickelt hat. Und jetzt habe ich hier, kam auch die Anfrage von Trier während der Saison, ob ich nicht auch ein bisschen die zweite Mannschaft in der zweiten Regio unterstützen kann. Also nicht professionell, sondern einfach ein bisschen, dass ich hier unterstützen kann. Und das war dann eben auch für mich gut, wieder ein bisschen zu spielen einfach, weil es mir doch auch gefehlt hat. Simon hat auch Vereine gewechselt, ich sage jetzt mal durchschnittlich viele. Jena war eine Station, Barut war eine Station, jetzt Trier. Bei dir, Nico, sieht schon ein bisschen anders aus. Dein Wechseltableau ist, naja, vielleicht nicht jährlich, aber da waren schon einige Clubwechsel dabei. Woran liegt das, dass man häufiger wechselt oder weniger häufiger wechselt? Nico, fang nur mal an. Also bei mir war es so, ich war auf Urspring, habe da mein Abitur gemacht, also ich fang mal vorne an, wie sich das dann so entwickelt hat, dass man das vielleicht versteht, und habe mich dann, hatte die Entscheidung, okay, gehe ich aufs College oder werde ich Profi. Habe mich dazu entschieden, Profi zu werden und bewusst einen 4-Jahres-Vertrag in Berlin unterschrieben, weil ich von Anfang an sowas vermeiden wollte, dass ich Jahr zu Jahr und hier und da und weiter geht, um da ein solides Fundament zu haben, um da anzukommen, um mich da hochzuarbeiten. Dann ist leider was dazwischen gekommen, wie so oft eben anders als die Planung ist. Und das hat alles durcheinander gebracht. Und das war zu Beginn meiner Karriere, also professionellen Karriere, so ein Einschnitt, der so groß war, dass ich 2 Schritte zurück machen musste und die mich dann auch eben zurückgeworfen haben, was dann dazu geführt hat, okay, ich muss mich so Schritt für Schritt wieder hocharbeiten, kleiner Verein, dann wieder den nächstbesseren, okay, dann wie komme ich in die Playoffs, wie schaffe ich es Stück für Stück nach oben, und so war eben bei mir ständig zu schauen, okay, ich fühle mich unglaublich wohl an dem Standort, wo ich bin, habe aber in mir drin, okay, ich möchte sportlich den nächsten Schritt machen und ich möchte dahin an dieses Niveau, wo ich eigentlich schon zu Beginn meiner Karriere war. Und deswegen kam dann von mir immer so das Streben nach, okay, ich möchte den nächsten Schritt weitermachen, und so kam es dann. Du hast es jetzt fast ein bisschen entschuldigend gesagt, muss man aber gar nicht, denn du hast es ja letztendlich auch gut gemacht. Du bist zum Nationalspieler geworden, warst in Bayreuth im Prinzip, hat ein bisschen gependelt zeitweise, hing auch mit Verletzungen zusammen, aber du warst da eigentlich Starter auch häufig. Insofern war ja da auch vieles richtig, und ich glaube, im Nachhinein war auch die Wahl der Standorte dann ganz gut. Simon, bei dir war es ein bisschen anders. Du hattest in Jena in der Pro A damals eine überragende Saison und bist dann quasi mit dem Rückenwind nach Bayreuth gekommen, und da warst du dann sehr lange. Ja, stimmt. Ich bin nach dem einen Jahr in Jena, das war für mich eigentlich eine überragende Situation. Davor habe ich Pro B in Speyer 2 Jahre gespielt. War jetzt auch keine Situation, wo man irgendwie Ambitionen hatte, aufzusteigen. Damals kam dann Timo Stumpf auch extra aus Jena nach Speyer gefahren, da wollte ich überzeugen,
in der ProA den nächsten Schritt zu machen und da meine Profikarriere zu starten. Hatte wirklich ein tolles erstes Jahr mit viel Verantwortung. Ich meine, damals war ich 19 Jahre, war Starter bei den ProA-Ligisten und habe viel Verantwortung gekriegt. Und dann war ich sogar kurz davor, auch dort zu verlängern. Hat es dann aber ergeben, dass mein damaliger Trainer dann, der Georg Eichler, als Co-Trainer auch nach Bayreuth gegangen ist, bei Andi Wagner. Und die haben eigentlich schon ganz klar die Perspektive aufgezeigt. Es gab auch noch andere Angebote, aber die haben ganz klar Perspektive aufgezeigt, wie man mich langfristig aufbauen will, um von einer kleineren zu einer größeren Rolle in Bayreuth zu kommen, sich in der ersten Liga zu etablieren. Was für mich auch dadurch, dass ich Andi Wagner und Georg Eichler damals bei den Coaches kannte, auch absolut sinnvoll war. Hatte damals bei den gleichen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Meine Frau, meine jetzige Frau, ist damals dann nach dem Abitur gleich mitgekommen, hat dort ihr Jurastudium angefangen. Und hat dann im dritten Jahr dann mein Vertrag dann nochmal um 2 Jahre verlängert, dass das insgesamt 5 Jahre waren. Hat vom Timing halt überragend gepasst, weil meine Frau dann dort auch ihr erstes Staatsexamen in den 5 Jahren machen konnte. Und ja, es gab ja schon so vom ersten bis dritten Jahr auf jeden Fall immer so eine Steigerung, auch von den Minuten, von den Punkten, von der damit gehen, dass ab dem dritten Jahr das Kapitän war in der Mannschaft und irgendwo auch dann zu Bayreuth dazugehört hat. Und dann, nach 5 Jahren kam dann so ein bisschen eine Stagnation, dass meine Rolle eher ein bisschen kleiner geworden ist. Es gab ja in der Phase extrem viele Coaching-Wechsel. Ich glaube, ich war in 5 Jahren in Bayreuth halt 5 verschiedene Coaches. Ja. Und dann war nach dem 5. Jahr, hatte ich dann eine schwere Verletzung, die Schambeinentzündung, wo dann die Überlegung war, wo es danach hingeht oder was als nächstes wäre. Dann war die Überlegung, ob man weiter in der ersten Liga das Angebot, weil ja auch bei Mannschaften, die gegen Abstieg gespielt haben, oder ob man dann halt den Schritt zurück macht und sagt, ich gehe in die ProA und habe da eine große Rolle und große Verantwortung. Und das war das schon, was mich auf jeden Fall gereizt hat. Und, hier war die Situation zwar gerade nach der Insolvenz, also sind wir abgestiegen aus der ersten Liga. Es war keine einfache Situation dort, aber ich hatte das irgendwie die Situation. Erstens war es mir ja zu Hause, zweitens fand ich die Herausforderung irgendwie ganz toll, dass man so einen Standort, der mehr oder weniger zusammengebrochen ist finanziell, da wieder was aufzubauen, auch langfristig. Und hat auch mit Trier ganz gut gepasst, weil meine Frau dann dort ein 2. Staatsexamen im Referendariat machen konnte. Und dann hat sich das so ergeben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe am Anfang auch einen 2-Jahres-Vertrag oder auch 3-Jahres-Vertrag geschrieben, weiß gar nicht mehr so genau. Und für mich war es immer eher wichtig, lange bei einem Verein zu bleiben und sich dort zu entwickeln. Ich hatte nach meinem 3. Jahr in Trier auch nochmal eine Ausstiegsoption, wo ich nochmal 2 Angebote aus der ersten Liga auch hatte, die zwar finanziell auch ein bisschen interessanter waren, aber ich weiß nicht, da hat so dieser Reiz von viel Verantwortung und was aufbauen, war für mich da ein bisschen größer. Und deswegen bin ich dann auch insgesamt jetzt dann 5 Jahre in Trier geblieben. Jetzt schauen wir mal ein bisschen genauer auf eure Zeit in Bayreuth. Wie gesagt, daher kenne ich euch gut. Ich habe ein paar Ausschnitte aus einem Spiel gegen Quakenbrück. Ich glaube, es war 2013 oder 2014. Das werden wir gleich sehen. Nico war mit mir. Ich war Kommentator bei einer Live-Übertragung. Nico, Gott sei Dank, in diesem Spiel, er hat mir sehr geholfen. Mein Co-Kommentator, weil er verletzt war. Du warst auf der Platte. Simon, schauen wir da mal kurz rein. Ich habe mich ja vorhin schon entschieden, wie es ausgeht. Also, ja. Mich wundert es ein bisschen tatsächlich, dass es nochmal so einen kurzen Tick eng wurde. Hätte ich nicht gedacht. Am besten für Medi haut den Dreier rein. Ja. Ohne nachzudenken. Aber das sind dann eben die Stützen der Mannschaft, die diese Entscheidung treffen müssen, ins Play halten oder eine Aktion fahren, die so nicht geplant ist, die auch erkennen. Das ist dann die Aufgabe auch von Kyle Williams oder auch Ronnie Burrell. Ja, klar, jeder Spieler muss dann eben erkennen, ob man kann nicht einfach nur nach dem Play spielen, man muss eben auch die Situation lesen und dementsprechend dann auch mal intuitiv handeln. Kyle Williams mit dem Einwurf. Handoff. Ja, jetzt sollte aber der Wurf schon schnell kommen. Bam! Da ist das Ding! Der war 3 wert. Der ist heiß. Hammer. Das war nochmal eine große Hallo-Wach-Pille. Es sind aber noch 4, das wird schwierig. And one. Yeah! Hey.
genau das, was nicht passieren soll für Quakenbrück. Und wer ist es wieder? Es ist wieder. Und er kriegt den Zusatzfreiwurf. Ich sage danke an Nico Simon. Hat viel Spaß gemacht. War erhellend, sehr erhellend. Danke auch. Wahrscheinlich besser als ich selber. Yes. Und ja, du gehst jetzt eh zur Mannschaft. Sag schöne Grüße. Die erste Frage, die ich dazu habe, ist, fange ich mit dir an, Nico. Hast du konkret an dieses Spiel, an deinen Auftritt als Co-Kommentator, das war der zweite, wir hatten, glaube ich, vorher schon ein Spiel, es war gegen Bayern München, hast du da ganz konkrete Erinnerungen oder ist das im Laufe der Zeit auch verwischt? Bei mir ist immer so, ich lebe voll im Moment und bin da instinktiv. Und sobald das vorbei ist, so, okay, was ist passiert, wie ist es gerade, kann mich ja nichts mehr erinnern. Nein, natürlich, es hat richtig Bock gemacht, auch mal an der Seite zu sein. Also klar, wenn man solche, in solchen Spielen drin ist, möchte man natürlich mitmachen, aber es hat auch einfach mal Spaß gemacht, so ein Basketballspiel anders zu verfolgen und ja, hat dann einfach Bock gemacht, da auch mit dir das zu kommentieren. Ich weiß noch, Kyle Weems war da quasi der Shooter bei Mehdi Barrow, der hat 34 Punkte gemacht in diesem Spiel. Der hat einen 15-Punkte-Rückstand, glaube ich, alleine aufgeholt fast. Und es war am Ende very close. Da ging es um 2 Punkte in 10 Sekunden und Barrow hat sie nicht gemacht und Quakenbrück hat dann noch 2 Freiwürfe verwandelt. Simon, hast du noch, oder welche Erinnerungen hast du noch an dieses Spiel? Du warst dabei, du warst da, glaube ich, Kapitän. Ich war dabei, genau. War ein Spiel, wo ich extrem viel gespielt habe, weil Kevin Hamilton, der Starting Point Guard in der Zeit, hatte sich kurz vor der Halbzeit verletzt. Als du das Video gepostet hast, habe ich ein bisschen gebraucht, aber was mir sofort im Kopf nochmal geschossen ist, war, dass Ronnie den letzten Dreier neben, Ronnie Burrell den letzten Dreier daneben geworfen hat. Das ist mir dann doch wieder eingefallen. Ja, ist immer schwer, nach so einer Zeit so an Details von dem Spiel zu erinnern. Aber klar, ich erinnere mich noch an die Song, an den Mitspieler. Gerade jetzt halt mit Nico und den ganzen Jungs war schon da sehr, sehr toll. Nico, außen vor gelassen, habt ihr noch Kontakt zu den anderen? Ronnie Burrell hast du angesprochen, Kyle Weems war da, Trainer war Mike Koch, Tim Nees ist übrigens noch da, das wisst ihr. Habt ihr noch Kontakt zu euren Kollegen? Ja, einer muss anfangen. Simon, ja, ich kennst du mich noch? Ja, das ist klar. Aber wie gesagt, fang du an, Simon. Inwiefern seid ihr noch in Kontakt zu früheren Kollegen aus Bayreuth? Also ich habe noch, klar, mit Nico viel Kontakt. Ja. Philipp Heiden habe ich noch viel Kontakt. Ja. Ich glaube, der war in der Saison, glaube ich, nicht mehr da, aber er war auch wieder 3, 5 Jahre in Bayreuth. Mit Ronnie Burrell schreibe ich noch, was regelmäßig das heißt. 3, 4 Mal im Jahr. Marcus Ginyard, das war auch das, im ersten Jahr, habe ich noch viel Kontakt. Und Peter Zeiss, klar, mit den Deutschen sowieso, hat man schon noch viel Kontakt. Mit Stefan Schmidt, der am Anfang da war, in meiner Zeit, habe ich noch Kontakt. Das auf jeden Fall. Nico, bei dir, wenn du immer im Moment lebst, dann hast du vielleicht weniger Kontakt mit früheren Mitspielern. Nee, tatsächlich ist auch, ich habe auch erst vor kurzem, oder mit Brian Bailey hatte ich letztens geschrieben, Coco Achibong, mit dem ich zwar nicht in Bayreuth gespielt habe, aber eben in Berlin, oder Kevin Hamilton, den ich, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, mit dem schreibe ich auch ab und zu regelmäßig und klar mit den Deutschen schon auch, oder Beckham Byrick tausche ich mich auch manchmal aus, also es ist schon... Bex war auch noch da. Ja, richtig. Fällt mir auch gerade ein. Richtig. Da waren einige. Nee, was auch wieder widerspiegelt, dass es einfach auch eine wirklich tolle Truppe war. Also wir haben uns auch einfach gut verstanden. Es waren tolle Leute da, tolle Charaktere. Und ich finde es auch echt toll, wenn man sowas dann auch mitnehmen kann, wenn man überlegt, dass schon ein paar Jahre her ist, aber man trotzdem noch in Kontakt ist. Sportlich, jetzt sind wir schlauer, Bayreuth ist drin geblieben, aber das war gerade in dieser Saison und generell in allen Saisons, in denen ihr da wart, immer eine enge Kiste. Es ging am Ende um 2, 3 Punkte, um 1, 2 Siege hin oder her. Bayreuth hat es immer geschafft, aber in der jeweiligen Situation war das so klar nicht. Das war schon eine aufregende Zeit, auch sportlich. Bayreuth aber, glaube ich, hat sich auch aus eurer Sicht, Fragezeichen, gut entwickelt in den letzten Jahren. Nico, fang du an. Ja, mega. Also mich hat es wirklich, wirklich gefreut.
wie du es ja sagst, dass es die ganze Zeit um den Abstieg ging. Ich kann mich noch erinnern, wie wir dann in dem ersten Jahr mit Vaco Vandenberg haben wir, glaube ich, die ersten 4 in Folge gewonnen. Alle waren euphorisch, okay, ja. Wir waren Tabellenerster, wurden dann relativ schnell wieder eingeholt und haben uns dann Stück für Stück immer weiter unten. Und dann war auch der Kampf immer zu spüren und es war immer eine gewisse Nervosität und von daher freut es mich unglaublich für diesen Standort, dass da nächster Schritt beziehungsweise die nächsten 2 Schritte gemacht werden konnten mit international Spielen, mit Playoffs. Also es ist wirklich, wirklich schön zu sehen, dass da so eine Entwicklung der Verein und die Stadt genommen hat. Ich schiebe noch eine. Ja. Da kann ich auch nur anschließen. Ich meine, das Karl eben schon angesprochen, ich war ja 5 Jahre dort, ich hatte 5 Jahre 5 verschiedene Coaches. Es war jedes Jahr schon eine relativ hohe Fluktuation an Spielern. Ja. Die haben mit Nico, die beiden sowieso, wo man sehr, sehr gute Freundschaften geknüpft hat und enge Freundschaften. Aber was glaube ich jetzt dann das auf das nächste Level gebracht hat, ist, dass man also sich eine Identität geschaffen hat mit dem Heroes of Tomorrow, dass man eine Vereinsidentität hatte, eine Kontinuität auch mit gerade mit Basti und Andi, dass 2 Spieler, die lange da waren, Steve, der lange da war, Wachanski, was glaube ich einfach jedem Standort gut tut, dass man nicht jedes Jahr 10, 11 neue Spieler holt, sondern eine gewisse Kontinuität reinbringt und eine gewisse Identifikation mit gewissen Werten im Verein aufbaut. Weil das bringt langfristig auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr Erfolg. Klar kannst du, wenn du jedes Jahr 10, 11 neue Spieler hast, eine Saison mal einen Outbreak nach oben haben, aber genauso kannst du auch dann jedes Jahr gegen Abstieg spielen und das war wirklich beeindruckend zu sehen, auch aus der Ferne. Man hatte immer noch trotzdem engen Kontakt zu vielen in Bayreuth. War es trotzdem beeindruckend zu sehen, wie sich das so entwickelt hat. Nico, ich komme nochmal auf deine etwas mehr Clubs zurück als bei Simon. Gibt es bei dir so eine Art Rangliste deiner Standorte? Da gehört auch Braunschweig dazu. Du warst auch mal in Paderborn zum Beispiel. Alba hast du erwähnt. Gibt es bei dir im Kopf so eine Reihenfolge, wo du sagst, das sind meine Platz 1 bis 5 oder sowas? Oder sagst du, jeder Standort hatte für sich was ganz Eigenes und irgendwo war ich überall gern? Also so Basketball, rein Basketball oder insgesamt, wie meinst du das? Am Ende ist es ein Gesamtbild, ja. Ich meine, man spielt natürlich da Basketball und macht seinen Job. Sport ist euer Job. Und man lebt aber auch da. Also am Ende ist das ja auch ein Gesamtsystem, das dazu führt, fühlt man sich da wohl oder vielleicht nicht so wohl. Ja, also klar, auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, länger an einem Standort zu sein. Auf der anderen Seite bin ich auch unglaublich dankbar, all diese Städte kennengelernt zu haben und auch die Leute, die da zusammenhängen, ist ja immer dann ein eigenes Netzwerk, was an diesen Städten hängt und Sportverrückte und Fans, die da wirklich in dieser Stadt und für diese Stadt und für den Verein leben und all diese unterschiedlichen Leute kennenzulernen, war unglaublich toll. Um das zu ranken, ist schwierig. Also ich würde sagen, Berlin ist schon, so Nummer 1 für mich gefühlt. Wir sehen uns auch als Familie dort längerfristig. Das heißt, meine Frau kommt aus Berlin. Ich habe viel Kontakte in Berlin. Wir werden uns da wahrscheinlich auch länger sehen. Und die anderen Standorte sehe ich ähnlich. So kleinere, basketballverrückte Städte, wenn man so an Tübingen denkt, Göttingen, Bayreuth, alle solche, wo halt der Fokus auf Basketball ist. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn da die Leute so ein bisschen verrückt danach sind. Und die ganzen Städte zu ranken, ist echt schwierig. Vor allem dann habe ich auch in Bayreuth Spöko studiert, hatte da nochmal einen ganz anderen Zugang, verrückte Partys mitgemacht und einfach nochmal ein anderes, andere Sachen erlebt. Oder in Tübingen habe ich dann auch studiert. Und da kommt man nochmal an ganz andere Sachen. Simon, wie war es bei dir? Trier ist jetzt der Anker, der Mittelpunkt. War das für dich schon immer klar, dass du dahin auch wieder willst? Du kommst ja auch aus der Ecke. Oder warst du auch Jena und Bayreuth, könnte ich mir vorstellen, noch für immer hier zu bleiben? Mittlerweile ist es nicht mehr Trier, sondern Landau, der Standort. Wir sind von Trier jetzt nach Landau gezogen. Okay. Bayreuth war definitiv damals so, dass wir gesagt haben, wir könnten uns auch vorstellen, länger zu bleiben. Aber uns war eigentlich schon auch damals klar, dass
ja, mittelfristig oder langfristig wieder zurück in die Südpfalz gehen, weil unsere beiden Familien sind von hier, Geschwister wohnen nicht weit weg. Das war schon immer was, wo ich gesagt habe, langfristig zieht es uns dann zurück. Mhm. Auch wenn man natürlich dann auch die Vorteile oder die angenehmen Dinge von Trier und Bayreuth definitiv genossen hat. Meine Kinder in Bayreuth dann war super schön in den Biergärten im Sommer. Das war einfach was super, Bayreuth einfach was super Gemütliches, Bodenständiges gehabt, wo man einfach sich wohlgefühlt hat. Ja. Trier hat einen riesen Vorteil gehabt, dass es halt deutlich näher bei meiner Familie war. Ja. Weil als dann mein Sohn auf die Welt gekommen ist, hat es riesen Vorteile gehabt. Aber wie gesagt, wir haben uns da in beiden Städten wirklich super wohlgefühlt. Und was mal der Vorteil ist, wenn man so lange ist bei einem Verein, dass man einfach ein großes soziales Umfeld aufbaut. Und das ist mir das erste Mal richtig bewusst geworden, als ich aus Bayreuth weg bin nach Trier, wie das dann auch auf einmal gefehlt hat, was man dann für selbstverständlich genommen hat, dass man sein Umfeld, dass man sein soziales Umfeld, das man über 5 Jahre aufgebaut hat, das auf einmal nicht mehr da war. Und man das dann wieder neu aufbauen musste. Das war auch schon immer schwer, so einen Standort zu verlassen, weil da schon auch viele Emotionen und Freundschaften dran hängen. Aber ja, da hatte ich durchaus das Glück, dass ich immer lange an einem Ort war und das immer so ein soziales Umfeld auch aufbauen konnte. Ich habe zum Basketball konkret noch 2 Fragen, 2,5. Die eine betrifft den Sport als Ganzes auch. Die erste Frage zum Basketball: Inwiefern hat sich der Sport verändert, als ihr ihn angefangen habt mit der Profikarriere? Im Vergleich zu jetzt, nur als Beispiel, ich habe mir ein Fußballspiel angeguckt vor ein paar Tagen, Champions League Finale Bayern München gegen Valencia 2001. Also der Fußball von damals hat mit dem Fußball von heute nichts mehr zu tun. Und dieses Spiel damals war für sich total spannend, aber das kann man jetzt nicht mehr vergleichen. Ist das im Basketball ähnlich, dass der Sport in 10 Jahren, die ihr aktiv mitverfolgt habt, oder 15 Jahren, eine solch verändernde Rolle auch miterlebt? Simon, fang du an. Ja, definitiv. Was man sagen muss, dass es extrem viel athletischer geworden ist über die Jahre. Gerade auf den Guard-Positionen sind sehr dominante Spieler. Das hat sich halt immer weiter verlagert. Am Anfang meiner Profikarriere war es eher noch wichtig, dass man dominante Große hat. Mittlerweile ist ja das ist in Deutschland ein absoluter Guard-lastiger Basketball ist, dass man 1, 2, 3 Guards hat, die den Ball viel in der Hand haben, die viel Pick-and-Rolls laufen, die jetzt auch viel, viel mehr Würfe von der 3-Punkt-Linie nehmen als vorher, obwohl die 3-Punkt-Linie mittlerweile einen halben Meter weiter hinten ist, Beginn meiner Profikarriere. Das hat sich schon sehr, sehr verändert. Auch ein bisschen auch mit dem mitgegangen, was in der NBA passiert ist. Das muss man schon sagen, dass der deutsche Basketball so Parallelen, klar zeitversetzt, aber auch Parallelen ziehen. Nico, wie siehst du das? Und vielleicht, ja, eine Frage wollte ich dazu noch ergänzen, aber sie ist mir jetzt entfallen. Fang du mal an und mir fällt das schon noch wieder ein, was ich dazu sagen wollte. Ja, vor allem, wenn man auf die Liga schaut, zu Beginn meiner Karriere gab es theoretisch noch unbegrenzt Ausländer, die mitspielen konnten. Ja. Da hat man sich dann teilweise in manchen Vereinen 1, 2 Deutsche, die sich dann an der Mittellinie getroffen haben. Und der Rest waren Ausländer, die eventuell im nächsten Jahr wieder ausgetauscht waren. Von daher hat sich da sehr viel getan. Also da ist vor allem mit dieser Regel extrem viel passiert. Ja. Dann auch mit dem Unterbau, der da passiert ist mit NBBL, den gab es bei mir in der Jugend auch noch nicht. Ich glaube, das hat auch einen Riesenschritt gebracht für weitere deutsche Spieler. Mit der Auseinanderbrechen von Pro A, Pro B ist auch ein Riesenteil. Also da sind so im Grunde viele Sachen passiert. Von der Liga an sich bin ich auch froh, so ein bisschen neue Inhalte gerade von den Spaniern mitzubekommen, was so Aito oder Fechter. Dass einfach auch eine andere Verteidigung, andere Mentalität auch mit reingekommen ist, weil das schon sehr lange sehr Jugo getrieben war, harte Arbeit. Und da kam so ein bisschen da so eine andere Entwicklung mit rein, die ich auch sehr positiv finde.
Ich musste die ganze Zeit ein bisschen über meine Amnesie schmunzeln. Aber mir ist auch wieder eingefallen, was ich wollte, als du das auch gesagt hast mit den Deutschen und den Spielern anderer Nationen. Wo steht denn der Basketball in Deutschland? Das ist immer so ein bisschen das Rangeln um die Sportart Nummer 2. Handball, Basketball, Eishockey. Ich weiß von euch, dass ihr das auch mögt, da gelegentlich auch zugeschaut habt, wenn es möglich war in Bayreuth an den Wochenenden. Wo seht ihr den Basketball verankert? An welcher Stelle, Nico? Ja, es ist, also nach Fußball kommt erstmal lange nichts. Ja. Ist uns ja auch allen bewusst. Die geben sich so ein, ja, Eishockey, Handball, Basketball, gibt sich, glaube ich, nicht viel. Also da ist auch, wenn man die Umsätze und so anschaut, wobei ich dann nicht genau weiß, wie die letzten 2 Jahre sind, wie sich das entwickelt. Aber gerade auch durch den Studiengang, den Simon und ich gemacht haben, haben wir auch, der für Spitzensportler ist. Und da sind dann auch andere von eben genau den Sportarten. Das heißt, man bekommt es auch so ein bisschen mit. Das bewegt sich alles in eine ähnliche Richtung. Die versuchen sich ja auch zu entwickeln. Ich finde, dass der deutsche Basketball große Schritte nach vorne gemacht hat und da auch immer wieder die Regeln, neue Regeln mit eingebracht hat, was sei es Budgetgrenzen und so weiter. Also da machen wir von der Liga her, vom Basketball, vom Sport schon Schritte. Ich würde mir das dadurch, dass ich diese Sportart so liebe, natürlich in einer ganz anderen Dimension wünschen. Also das, ja, könnte noch so viel mehr, da ist so viel Potenzial, was gemacht werden könnte. Von daher, ja, ist immer die Möglichkeit nach oben, ist quasi sehr, sehr offen für Basketball, würde ich sagen. Simon, du warst in Bayreuth sehr häufig beim Eishockey, wie gesagt, wenn es zeitlich ging. Ich habe dich vom Reporterplatz schräg hinten aus immer sehen können, quasi dein Hinterkopf. Wo siehst du den Basketball im Vergleich zu den anderen Sportarten? Ja, ich sehe es ähnlich wie Nico, dass wenn man rein Budgets ansieht, ist es ähnlich. In allen Sportarten gibt es immer kleinere Städte, damit meine ich jetzt so Städte bis knapp 100.000, die halt, sagen wir, spezialisiert auf eine Sportart sind, wo, also wenn man es Bayern nennt, ist Bayern die absolute Nummer 1. In Handball nach Kiel geht zum Beispiel, Handball hat sowas die absolute Nummer 1. Von daher, das ist alles drei, klar gibt es in Berlin und München auch große Standorte, aber definitiv drei Sportarten, die sehr regionsspezifisch da die Nummer 1 sind. Es ist schwer, da jetzt zu sagen, wer da die Nase vorne hat. Aber so wie Nico gesagt hat, in unserem Studiengang haben wir sehr, sehr viele in verschiedenen Sportarten Leute kennengelernt und auch in die Sportarten weiter reinschnuppern können. Und dann auch mal gesehen, was einzelne Sportarten gut machen und was auch weniger gut machen. Ganz andere Frage noch, aber noch zum Basketball. Ich habe vor ein paar Wochen mit Christian Hörer, Hallensprecher in Bayreuth, und mit dem Matthias Stego aus Bamberg gesprochen, auch Hallensprecher. Ihr als Spieler, die haben gesagt, wir sind überzeugt davon, dass uns das Team wahrnimmt, wenn wir die Halle auch anpeitschen. Jetzt kann ich Spieler fragen, habt ihr das wahrgenommen oder seid ihr so im Tunnel und hört auf das Play, das der Coach vorgibt? Oder nehmt ihr schon wahr, ob die Stimmung da draußen, also sprich auf den Plätzen in der Halle, positiv und pushend ist? Oder eher kritisch und negativ? Simon, fang du an. Naja, ich meine, allein, dass Christian mit dem, ich glaube, Saison 2010-11 oder 11-12 war, das wurde das Bild des Jahres der BBL, war, wo er auf dem Anschreibtisch steht, mit dem Mikro in der Hand und die Halle auf dem Hals. Das sagt schon sehr, sehr viel. Und klar, was überlebt von Emotionen. Und ich denke, gerade wenn Christian hört und mein Bauer rein, der das extrem ans Limit getrieben hat und auch in Phasen, wo es gut lief, hätte bald das Dach weggeflogen in Bayreuth. Und, wenn man sich mal rein anguckt, wie viele Siege wir daheim geholt haben, wie viel auswärts, das spricht auch Bände. Wir haben den Klassen halt immer nur geschafft, weil wir daheim viele Spiele gewonnen haben. Mhm. Und deswegen, man hört es nicht, man nimmt es nicht einzelne Worte oder einzelne Situationen wahr, aber man nimmt so eine Grundenergie der Halle, nimmt man auf jeden Fall auf. Auch in Phasen, wo es für einen als Mannschaft mal schlecht läuft, aber trotzdem die Halle da ist, gibt einem einen riesen Push und führt eben dazu, dass auch sowas wie ein Heimvorteil, dass es prächtig ist, dass die Oberfranken-Halle da durchaus berüchtigt dafür war. Und dass andere Coaches sich durchaus öfter mal beschwert haben über Christian, wie er angepeitscht hat. Ja. Wobei es aus meiner Sicht immer sehr, sehr fair ablief, aber
Ja, das kriegt man auf jeden Fall mit, definitiv. Nico, ich schiebe bei dir noch eine Aussage von Raul Korner hinterher. Ich glaube, der war mal dein Trainer auch in Braunschweig, ein Jahr, ist das richtig? Und der, zwei Jahre sogar. Und der hat mal gesagt, es muss immer positiv sein. Das hilft. Ja? Unterschreibst du das? Also auf jeden Fall ist es immens wichtig, was da an der Seitenlinie passiert. Ja. Und ich habe jetzt auch noch Chris Höret immer noch in den Ohren quasi. Also es bleibt schon bestehen, wirklich. Also es ist, weil am Ende macht die Energie den Unterschied, ob man so ein Ding dreht oder nicht, ob man einfach gewinnt oder das entscheidende Fünkchen eben. Und da trägt der Hallensprecher, wenn er sowas abliefert, einen riesen Anteil. Aber ja, positiv. Ja, würde ich unterstreichen. Also bringt nichts, wenn er da irgendwie negativ gegen andere oder gegen das andere Team oder andere Spieler oder gegen Schiedsrichter oder sonst was. Also ist völlig fehl am Platz. Positiv, und damit macht er so einen riesen Beitrag, um die Fans eben mitzunehmen. Jetzt haben wir über sehr viele schöne Sachen gesprochen im Zusammenhang mit Sport, mit eurem Sport, mit Basketball. Ich möchte doch auch nochmal nachdenklich werden. Der Sport ist in den letzten Tagen ja auch politisch geworden im Zusammenhang mit den Ereignissen in den Vereinigten Staaten, mit dem Tod eines Schwarzen dort, verursacht durch Polizeigewalt. Zumindest sind die Polizisten dort des Mordes an einer angeklagt dort. Viele Sportler haben sich politisch geäußert auf den oder in den sozialen Netzwerken, haben auf Plätzen während des Spiels Aktionen gemacht. Findet ihr, dass es möglich sein sollte für Sportler, das ist ja immer die Diskussion schon seit Jahren, ja, Aktionen zu machen für sich auf dem Platz, beispielsweise ein T-Shirt unter dem Trikot zu tragen, um eine Botschaft zu senden? Wie ist das? Das wird kontrovers diskutiert. Die Basketballliga wollte das untersagen im Zusammenhang mit dem Finalturnier in München und hat sozusagen öffentlich richtig Druck bekommen und ist dann zurückgerudert. Wie seht ihr das? Sollte der einzelne Sportler diese Möglichkeit haben? Oder seid ihr zum Beispiel für gemeinsame Aktionen, die man zum Beispiel vorm Jump macht, vorm Anpfiff macht, dass man eben eine Botschaft beide Teams und der Verband ausgibt? Nico, wie siehst du das? Ich finde es unglaublich wichtig, dass es möglich sein sollte. Also es sollte den Spielern vor allem dieses Thema, was ja auch von Ligen ja auch Aktionen schon gab, sag Nein zu Rassismus oder No Racism oder was für Fußball, habe ich auf jeden Fall noch Bilder im Kopf. Das heißt, es wird ja alles gefördert. Das heißt, in meinen Augen es gibt keinen anderen Weg, als den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu äußern, vor allem auch in der Liga, die zur Hälfte aus nicht deutschen Spielern besteht und zum Großteil aus Amerikanern, die dann eben von dem Thema stark betroffen sind. Und da sollte es auch eine Vorbildrolle, die Sportler haben eine Vorbildrolle, sind schon, ich sag mal, teilweise eingeschränkt in ihrer Meinungsäußerung und sollten vor allem sich zu dem Thema äußern können. Ich finde es aber dann auch schön zu sehen, so wie ich jetzt in der dritten Liga gesehen habe, dass die sich gemeinschaftlich aufs Knie gekniet haben. Und sowas finde ich dann am Ende auch einen guten Weg, dass man sich zusammen eine Lösung findet. Okay, wie können wir das nutzen, darauf aufmerksam machen und das eben positiven Einfluss darauf nehmen und dieser Vorbildfunktion eben gerecht werden. Das ist auch Demokratie am Ende. Simon, wie siehst du das? Auch die Kritik der aktiven Spieler, Basti Doret, Andy Seifert, die wirklich auch die Liga dafür kritisiert haben, für diesen, ich sag mal, Maulkorb. Ja, absolut. Ich habe ein Problem damit, dass dieses Thema, wo es um Rassismus, Gleichbehandlung geht, dass man da draußen, dass das immer als politisches Thema genommen wird. Das ist im Prinzip ein Thema der Menschlichkeit, der Gemeinschaft, der Gleichberechtigung. Und muss man sich als Sportart oder als Verein oder als Liga überlegen, willst du am Ende da 5 Spieler auf dem Feld haben, die alle dasselbe sagen? Oder willst du halt auch Charaktere haben, die einen Sport ausmachen und die dann auch mal dagegen schießen? Da gab es auch mit Corona genug andere Sportler, die das als in Anführungszeichen Verschwörungstheorie dargestellt haben. Im Endeffekt, das ist Meinungsäußerung. In Deutschland haben wir das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und dass dann sowas wie ein Maulkorb kommt,
finde ich absolut nicht okay, weil das ist eines der Grundrechte hier in Deutschland. Gerade als Sportler mit der Vorbildfunktion wäre man ja blöd, wenn man, sagen wir, seine Bekanntheit nicht nutzt, um für solche positiven Dinge einzustehen, wie Gleichbehandlung, Gleichberechtigung. Und ich musste lachen bei dem Tweet von Per Günther, der geschrieben hat, ich weiß nicht mehr genau, wie Wort hat, aber dass er initiiert die Spieler aufgefordert hat, auch dafür für einzustehen, für Gleichbehandlung. Also die ersten 10.000 Euro der Strafe gehen auf ihn. Das zeigt einfach auch, wie die Spieler im Basketball, klar, auf dem Feld ist mal Konkurrenz, ja, aber trotzdem auch zusammenstehen und irgendwo auch eine Gemeinschaft ist und diese Gemeinschaft auch für gewisse Werte steht. Und das ist Weltoffenheit, das ist Gleichbehandlung und auf jeden Fall auch gegen Rassismus. Und was da in den USA abgeht, das ist, glaube ich, hier in Deutschland für viele schwer zu greifen, weil man es selber gar nicht erlebt. Oder wir selber als Deutsche, und da muss man auch sagen, wir Deutsche als typisch deutsche Weiße haben ja nie Probleme da mit irgendwie Polizei in Deutschland oder sonst was. Aber man muss ja auch in die Leute reinversetzen, die irgendwo Minderheiten sind und denen dann diese Anfeindungen oder sind ja nicht immer nur Anfeindungen, manchmal ist es einfach nur ein blöder Spruch, der irgendwie, manchmal ist lustig, aber das verletzt auch Leute tief im Inneren. Und ich bin ja immer ein Freund von auch, wenn man sowas mal auf der Straße sieht, einfach für Leute aufzustehen und zu unterstützen, weil Gute Statements auf jeden Fall unterstütze ich und wo ich auch Simon recht gebe, das ist kein Basketballthema oder kein Fußball-Dritte-Liga-Thema, sondern das ist ein Alltagsthema, das müssen wir jeden Tag erstreiten, diese Gleichberechtigung und dafür auch eintreten. Insofern, da ist es halt mal wieder aufgepoppt, ja, es braucht immer so ein Anlass, wo das dann immer aufkommt, dieses Thema. Aber grundsätzlich ist das was wir jeden Tag beachten sollten, denke zumindest ich, und sozusagen dafür einstehen sollten, für diese Gleichberechtigung. Ich möchte euch am Ende noch fragen, was kommt jetzt? Jetzt ist Basketball zu Ende. Nico, bei dir schon ein bisschen länger zurück, aber habt ihr Ziele, was sind eure Ideen? Bleibt ihr irgendwie dem Sport treu? Macht ihr komplett andere Sachen? Nico, du zuerst. Also ich mache aktuell was komplett anderes. Und zwar bin ich eben von Berlin nach Trier gezogen, um dann in Luxemburg zu arbeiten, in der freien Wirtschaft. Und bin da bei einem kleinen IT-Startup als Produktmanager und mache Immobilienverwaltungssoftware. Also komplett weg, bin aber trotzdem mit dem Herz sehr nah am Basketball, organisiere Camps für Kids, organisiere seit 2016, dass ich immer so im Sommer so 2-3 Camps im Jahr mache, die ich noch wuppen kann, oder mache jetzt seit letztem Jahr auch für Profis, versuche ich eine Plattform zu geben, dass die eben auch besser werden können, einfach ihre Leistung ausbauen. Ich habe mich immer als Teamplayer verstanden und habe auch immer noch so den Wunsch, okay, was kann ich noch einbringen, um eben aktive Sportler voranzubringen, und dann sind es eben solche Sachen oder eben mein Wissen an kleinere und Jüngere weiterzugeben, die eventuell dahin streben, wo ich über lange Zeit war. Das sind so meine Herzensprojekte, die ich nebenher habe. Auf jeden Fall hört sich das so an, als wird dir nicht langweilig. Simon, wie ist es bei dir? Ich kann mir vorstellen, also jetzt war es mal der Sport zu Ende, Umzug. Du bist vielleicht noch gar nicht so richtig dazu gekommen, das zu sortieren. Oder bist du schon in den Startlöchern für die neuen Projekte? Na, ich bin schon mehr oder weniger in Schalter und habe schon angefangen. Ich mache jetzt für 4 Monate eine Zertifizierung oder 3 Zertifizierungen im Projektmanagement. Habe vor 2 Jahren mein Studium fertig abgeschlossen in Ansbach. Und habe jetzt irgendwie gedacht, die Zeit ist hier, Corona nutze ich noch sinnvoll und qualifiziere mich ein bisschen weiter. Habe jetzt für mich erstmal gesagt, ich will mal ein Jahr komplett raus aus dem Sport. Einmal, sagen wir mal, aus dieser Blase rauskommen und die echte Arbeitswelt, den echten Alltag kennenlernen, ohne jetzt aber ausschließen zu wollen, dass ich nicht auch mal wieder zum Sport zurückkomme in irgendeiner Funktion. Nico hat schon angesprochen mit seinen Camps, da versuche ich auch jedes Jahr immer so gut es geht zu helfen, weil ich einfach
das toll finde, dass ich mit Nico dafür einsetzt, dass Kids das Wissen von Profis weitergebracht werden auf andere, geht dann nicht nur um Basketball, sondern auch um den ganzen, sagen wir mal, Lebensstil, den er bringt. Sowas unterstütze ich immer gerne und habe auch jedes Jahr als Camp auch mitgemacht und unterstützt. Habe ich gesagt, ich soll jetzt ein Jahr mal komplett raus aus dem Sport, mal neue Erfahrungen, neue Eindrücke sammeln und dann auch nach einem Jahr nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, ob, wie sehr der Sport mir, wie sehr ich die vermisse oder auch nicht. Und dann eben sehen, wie ich weitermache. Ich habe am Ende doch noch eine Frage, weil ihr das mit den Kids angesprochen habt oder mit Jugendlichen. Das kann man mit Ja, Nein. Das wäre tatsächlich gar nicht so schlecht an beide. Simon, ich fange mit dir an. Die Frage ist, würdest du einem jungen Menschen, der das Talent hat, wo man weiß, okay, der hat das drauf, der könnte was werden, kannst du dem guten Herzens ohne Wenn und Aber empfehlen, Profisport zu machen? Oder sagst du, vielleicht doch besser was anderes? Dieselbe Frage geht gleich an dich, Nico. Wenn möglich, ja oder nein, du darfst aber auch kurz begründen, wenn du möchtest, Simon. Ich sage ganz klar ja. Kurze Begründung. Die Erfahrung, die man jetzt im Sport sammelt, mit Menschen aus unterschiedlichen Nationen, Menschen aus unterschiedlichen Situationen, einfach dieses jedes Jahr das neue Versuchen, ein Teamgefüge zusammenzufügen, einfach die Soft Skills, die man da lernt, dieses Zusammenhaltsgefühl, würde ich niemals missen wollen. Ja. Hört sich, das ist klar. Nico, bei dir auch so die Botschaft klar? Haben wir noch eine Stunde? Oder? Du, das Internet kennt keine Grenzen. Ja. Nee, ganz klar ja. Also es ist wirklich, ich könnte jetzt auch wirklich eine Stunde lang darüber das Positive darlegen. Definitiv ja. Okay, ja, wunderbar. Go for it, dann seid ihr euch einig. Ich meine, wie gesagt, es gibt bei allen Dingen im Leben immer Schönes und weniger Schönes, aber ne, 50 plus 1 oder vielleicht sogar noch deutlicher. Bei euch ist die Aussage völlig klar. Ihr würdet das beide für euch auch wieder so machen. Du würdest genauso, Nico, das wieder machen, habe ich verstanden. Und Simon, du auch an jeder Stelle sozusagen mit derselben Wurf nicht nur dabei sein, sondern anders auch. Anders hätte ich Nico ja nicht kennengehört. Das ist ein Trauzeug war, dass er meiner war. Sehr gut. Ja, definitiv. Da entstehen Verbindungen auf das Leben. Okay, also dann haben wir vorne eine Nachbarschaftsgeschichte gehabt und hinten raus auch nochmal. Den Rest, der bleibt bei euch. Das muss ja nicht jeder wissen. Ja. Ich danke euch. Es war ein tolles Gespräch. Ich könnte noch ewig mit euch weiter quatschen. Wir haben es jetzt zu 45, 50 Minuten. Ich fand es mega spannend. Ich würde vorschlagen, wir bleiben in Kontakt. Und wiederholen das zu einem späteren Zeitpunkt, dann daten wir uns nochmal ab. Vielleicht ist einer von euch ins Trainergeschäft eingestiegen oder hat im Lotto gewonnen, weiß was ich was. Ich finde das spannend, über die Jahre mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu bleiben und dann irgendwann mal zu gucken, aha, heute, was machen sie jetzt? Und das haben wir jetzt gemacht. Vielen Dank an euch beide für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, auch an eure Familien. Und viel Glück für all das, was ihr so vorhabt und tut. Und wie gesagt, wir hören und hoffentlich sehen wir uns auch mal wieder bei irgendeiner Gelegenheit in irgendeiner Sporthalle. Wenn es denn mal wieder, da bin ich halt gerade ein bisschen skeptisch. Ne? Das ist so, ich weiß nicht, ob wir in diesem Jahr nochmal Sport mit Zuschauern irgendwo in der Halle sehen, aber hey, es gibt ja Zoom. Ja? Okay. Und nächstes Mal nach Corona machen wir das ganze Interview irgendwo in Bayreuth im Biergarten. Ja, so sehe ich das auch. Okay. Nee, vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, Dankeschön. Mich hat es riesig gefreut. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, bis bald. Ciao.